So, hier habe ich schon unser gutes Stück. Kunststoff ist frisch eingeschwärzt. Und jetzt müssen wir hier diese Auflageblöcke, haben wir ja zugeschnitten. Einer hier und einer hier befestigen. Und vorher ist noch die Feststellbremse wieder reinzukriegen. Und das machen wir jetzt erst. Und dafür müssen wir auf den Rücken stellen. Und dann muss ich da die passende Schraube finden. Wo sind die? Mei, das wäre jetzt echt blöd, weil das sind andere Gewinde. Die muss ich jetzt erst nochmal suchen. Bin gleich wieder da. Hier. Weil das war auch die verrostete Messingbuchse, also die recht verrostete Schraube in deiner Messingbuchse. Und die haben Inchgewinde. Genau. Und die habe ich so schnell nicht bekommen. Also habe ich sie gut sauber gemacht. Und dann kommen sie halt wieder rein. Sei es drum. Bisschen Schraube fest dran. Schraubensicherung und dann wieder rein. Dann machen wir hier ein bisschen Schraubensicherung drauf. Komm. Gut. Auch kommt da nichts. Jetzt. Braucht nicht viel Sinn. Aber es soll sich halt nicht gerade von alleine wieder lösen. Jetzt ist es drin. Schraubenzieher. Und los geht's. Hallo mein Schatz. Hallo. Ich brauche einen Handschuh. Anja braucht einen Handschuh. Ich hab einen. Anja hat einen Handschuh. Alles klar. Bye bye. So, nächste Seite. Ja, genau, meine Finger auch gleich blau. Sind meine Finger auch schon gesichert. So macht's weiter. Jetzt ist es drin. Bin ich ja etwa schon drin? Ast rein, mein Bester. So, als nächstes kommen dann die Blöcke wieder rein. Und ich denke, ach, jetzt habe ich hier die Rekollfeder vergessen. Da muss ich hier nochmal aufmachen. Zange. Schwester, Zange, Tupfer. Gut, dass mir das jetzt noch aufgefallen ist. Bevor es immer schwerer wird, dran zu kommen. Nee, müssen wir anders machen.
Also die Temperatur geht so schnell hoch heute, dass man eigentlich gewillt ist, im T-Shirt zu arbeiten. Aber ich glaube, das wäre noch ein fataler Fehler. Dann bist du schneller krank, wie das man eigentlich möchte. So, Feder wieder drin. Die Kanthülse. Aufpassen, dass man es nicht verkehrt rum einschraubt. Jetzt machen wir es nämlich zweimal. Einmal. Das ist so tricky, weil du nichts siehst. Was du machst. Aber jetzt habe ich es erwischt, das Loch. Und dann kann man es auch gut anziehen. Und das mache ich gern. Solche Sachen. Ohne Akkuschrauber. Damit ich die Schraube nicht ruckzuck überdrehe. Denn dann ist der Wirkungsgrad von der Schraube nämlich dahin. Ich habe Edelstahlschrauber und die sind ja die Köpfe so gut weich, dass man das so schnell den Kreuzschlitz verschandelt hat. Und das möchte ich einfach nicht. Lalalala, komm ich da noch dran? Mist. Heieiei. Nochmal auf. Andersrum arbeiten. Erst die rein. Erst das Holz befestigen. Kann mal gucken, ob ich da noch gut dran komme. Jetzt wird es aber wirklich tricky. Reicht gerade noch, aber das war jetzt echt ein Zufall, dass ich das genau vom Maß so gewählt habe, dass es gerade noch reicht. Das hätte ich jetzt echt missachtet. Andere Seite gucken, ob es da genauso ist, ob man die da auch nochmal aufmachen müssen oder ob man da so rankommt. Da kommen wir so ran. Übrigens, im Leerzustand waren wir mal mit dem Anhänger einkaufen und haben mal für uns einen Wocheneinkauf gemacht. Und wir haben vier richtig schwere Taschen gehabt, alle in den Hänger, ab an die Radelheit. Und das ist super gelaufen. Echt, der läuft so toll hinterher. Die Lager von den Rädern sind so buttersauber gelaufen. Also da hört kein Male, kein nix. Der kleppert nicht, der Anhänger. Richtig gut. So, jetzt haben wir hier LKW-Plane. Die habe ich mal ganz grob zugeschnitten. Und das gibt jetzt ein Projekt, das heißt Learning by Doing. Ich habe es noch nie gemacht, habe es noch nie verarbeitet. Und jetzt probieren wir einfach, dass das Beste dabei rauskommt. Ne? Stück für Stück zum großen Glück. Und dann schauen wir mal, wie oft wir Plane nachkaufen können. Also eins kann ich euch sagen, das mit der Plane, das ist eine echte Sisyphusarbeit. Du musst jedes einzelne Drucklöpfle
Druckknöpfe setzen. Spanne alles wieder. Ja, so, immer wieder neu dran, zack. So. Immer wieder aufs Neue. Es braucht ewig Zeit. Aber ich glaube, unterm Strich zum Schluss rentiert sich's trotzdem. Mal schauen, wie oft man dann ganz zum Schluss die Plane nutzen. Aber es sieht auf jeden Fall erstmal schick aus. Und mal etwas zum Basteln. Nächsten Druckknopf. Alles wieder runter. Ein Oberteil. Eine Feder, ein paar Klopfer, dann die untere Hochknöpfe. Der ist knapp. Und dann kommt dort der nächste rein. Bohrmaschine. Mal messen, wie viel das ungefähr. Ja, 15. Der Ober über die Kurve. Vom Kotflügel nehmen wir mal 15er Abstand. Es wäre immer mehr. Schraube rein. Druckknopfschraube. Moin, 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 moin. Unterteil rein, Oberteil rein. Und verklopfe. Und so Stück für Stück. Trainer? Ja. Sieht es von innen aus. Und so von der anderen Seite. Und dann kommt die Feder drauf und dann wird es verklopft. Und dann sieht es letzten Endes so aus wie der. Da habe ich jetzt nochmal das Knöpfle rausgucken. Dann kommt hier die Feder dran. Drauf und dann mit dem Bolze hier das Getriebe. Das zeige ich euch jetzt schön. So, und dann ist wieder ein Druckknopf fertig und dann geht es wieder ans Google, ob es passt.